Der Arbeitsmarktservice Österreich wird in naher Zukunft den sogenannten AMS-Algorithmus einführen. Dieser wird alle betroffenen Menschen in drei Kategorien sortieren, je nachdem, wie hoch der Algorithmus ihre Chance einschätzt, in Zukunft einen Job zu finden. Wird einem Menschen prophezeit, hohe Chancen zu haben, geht man davon aus, dass er keine Hilfe benötigt. Werden mittelhohe Chancen vorausgesagt, wird er mit Weiterbildungen gefördert. Schätzt der Computer, dass die Chancen niedrig sind, bekommt die betroffene Person keine Weiterbildungen, aber kostengünstige Förderangebote. Grundsätzlich ist es sehr problematisch, dass ein intransparent arbeitender Algorithmus über persönliche Schicksale entscheidet. Ein Algorithmus kann, im Gegensatz zu einem Menschen, Doppeldeutigkeiten und Unsicherheiten, die vor allem in schwierigen Zeiten immer Teil des Lebens sind, nicht in seine Entscheidungsfindung mit einbeziehen. Darüber hinaus birgt eine derart vereinfachte Kategorisierung, die für die Bearbeitung durch einen Computer nötig ist, ein sehr hohes Risiko der Diskriminierung. So wird zum Beispiel eine Person aus den USA, die möglicherweise perfektes Deutsch gelernt hat, trotzdem abgewertet. Denn das System unterscheidet nur zwischen Menschen aus Österreich, der EU und Nicht-EU. Lebenserfahrung und Sprachfähigkeit werden ignoriert. Und vergleicht der Algorithmus eine alleinstehende Mutter mit einem alleinstehenden Vater, so wird die Frau immer schlechter bewertet. Denn es wird immer davon ausgegangen, dass die Mutter durch ihre Betreuungspflicht beeinträchtigt ist. Ganz egal, ob sie eine Kinderbetreuung hat oder nicht. Natürlich soll die letzte Entscheidung vorerst noch bei den menschlichen Beraterinnen und Beratern liegen. Doch Polen hat 2014 ein ähnliches System eingeführt. Und dort haben sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schnitt bei 200 Entscheidungen nur ein einziges Mal getraut, dem Computer zu widersprechen. Schalten wir deshalb gemeinsam dieses ungerechte System ab. Unterschreibe die Petition, teile dieses Video und hol dir alle Infos unter amsalgorithmus.at.